Wir gucken uns das mal an, warum Alpha Kevins Gender-Video kein Lachkick ist. Na, mal schauen. Moin. Oh ne, hier steht nichts weiter. Okay, ist ein Creative Commons. Okay, also Mighty macht noch Videos, ja. Mighty ist noch da. Und, Junge, also ich bin da auch manchmal ein bisschen am Arsch, muss ich sagen. Also früher war ich da auch manchmal ein bisschen am Arsch, aber muss man ganz dringend hier aufräumen, hier links hinten. Ja. Heute möchte ich euch zeigen, dass Alpha Kevins Video zu diesem Gender-Ding kein Lachkick war, sondern irgendwie ein bisschen cringe, unangenehm und irgendwie voller Zweifel oder vielleicht auch Doppelmoral. Über Gendern kann man halten, was man will. Sich irgendwie jedoch darüber lustig zu machen, wenn sich jemand tatsächlich nicht über das generische Maskulinum angesprochen fühlt, ist irgendwie schon so ein bisschen wack. So. Also mal ganz ehrlich, wenn sich jemand wirklich damit auseinandersetzt über Jahre, nicht irgendwie mal kurz so, spontan, als Hype oder so, sondern wirklich sich über Jahre damit auseinandersetzt und sich wirklich nicht damit angesprochen fühlt. Und diese Person sich die Mühe macht, eigene Wortendungen zu finden, die rein theoretisch in den deutschen Satzbau Pi mal Daumen vielleicht reinpassen könnten, wo natürlich Gewöhnungsphase drin ist, wo natürlich eine Umstellung notwendig wäre, aber warum muss man eine solche Person so extrem foltern und so extrem aufs Korn nehmen im Endeffekt? Also da ist halt für mich der Mehrwert nicht gegeben. Natürlich ist dieses Endsting nicht optimal. Wir müssen aber darüber sprechen, ja, dass wir hier über Ends sprechen, ja. Also das mit dem X fand ich eine bessere Lösung als über einfach Ends, ja. Also würde das jemals durchgesetzt werden, das Ends-Thema, dann wäre die deutsche Sprache in meinen Augen am Ende, ja. Das Innen, das macht mich schon manchmal ein bisschen fertig, aber ich akzeptiere das, ist alles gut, aber Ends wäre heftig, ja. Und wenn man die Sprache wirklich verändern möchte, müssen sich da viele Leute neu dran gewöhnen und irgendwie, wenn irgendwas anders klingt, klingt es immer erstmal falsch, komisch und einfach irgendwie, nee, wollen wir nicht. Ja, im Endeffekt hat Alpha Kevin eine sehr starke Grundhaltung dem Thema gegenüber und das möchte ich euch hier mal kurz im Einspieler von ihm selber präsentieren. Jetzt habe ich allerdings gerade eine Frage. Hat sich gerade jemand zufälligerweise ausgeschlossen gefühlt? Weil gerade eben habe ich nämlich das hier gesagt. Und da hat er auch komplett recht, liebe Zuschauer. Was? Hm. Ich habe Zuschauer gesagt und nicht ZuschauerInnen? Scheiße, jetzt bin ich ja komplett am Arsch. Ich menschenverachtendes Wesen. Ich sollte mich dringend löschen gehen. Aber bitte tötet mich nicht und stellt mich jetzt an den Pranger. Ich will das nicht. Natürlich ist es hier ein bisschen überspitzt von ihm dargestellt, aber niemand würde solche Konsequenzen je fordern. Zumindest niemand, den man ernst nehmen sollte. Natürlich geht es immer... Junge, es geht ja darum, um die Internetpräsenz, ja? Das Problem ist, wenn du im Internet aktiv bist und machst Videos und genderst teilweise nicht richtig oder sagst mal was zum Gendern, wirst du halt auch direkt gecancelt. Ja, so, das ist ja mittlerweile schon eine ganz schlimme Sache, wenn du nicht genderst im Internet oder dich irgendwie kritisch dazu äußerst, ja, da kommen erstmal 10.000 Beiträge auf Twitter, also Alpha Kevin, ja, das ist so intolerant, es ist halt unangenehm, ja, und je öfter das geschieht, umso frustrierender wird's doch dann und umso uneinsichtiger wird man doch dann auch als User, sag ich mal. Ja, dann bin ich halt Alpha Kevins, ja, dann ist es so. Immer Leute, die komplett radikal sind, komplett geisteskrank so ungefähr, die gibt es auf allen Seiten. Sowohl halt auf Seiten von Leuten, die gendern, aber auch Leute, die eben sagen, okay, gendern ist kompletter Müll, alle die Leute, die gendern, ne, weggesperrt so ungefähr. Diese beiden extremen Seiten gibt es immer. Von ihm wird es halt so ein bisschen dargestellt, dass halt Leute, die nicht gendern, immer irgendwie verteufelt werden von Leuten, die halt gendern. Und ich glaube persönlich nicht, dass es so ist. Patrick, grüß dich. 99% der Leute, die gendern, denen ist es wahrscheinlich Schnurz, dass andere Leute nicht gendern. Sie selber wollen es halt inkludieren, weil sie es wichtig und richtig finden. So sagt man das ja kann im sein, YouTube ja. Deutschland-Kosmos so ungefähr. Von daher ist es halt nicht so, dass diese Leute, die nicht gendern, extrem angefeindet werden von Leuten, die gendern. Es ist halt immer wieder, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwelche Minderheiten, die es halt ins Extreme treiben wollen oder Extreme treiben müssen, warum auch immer. Denn wenn man mal ganz ehrlich reflektiert, ist das größte Argument von Leuten, die gegen's Gendern sind, dass Leute, die gendern, sich lieber mit den wichtigen Dingen des Lebens beschaffen sollten. Aber gerade die Leute, die vehement, extrem immer wieder gegen das Gendern schießen, so ungefähr, haben halt auch nichts Besseres zu tun, als sich mit diesem Thema auseinanderzufassen. Also im Endeffekt, also ne, das, ich denke mal, man versteht es halt, ne? Also Leute, die... Also ich muss erstmal grundsätzlich sagen, ich verstehe Mighty, ja, also ich verstehe, was der damit meint und ich akzeptiere das auch, was er dazu sagt. Ich kann das schon verstehen, wenn jetzt Frau Lan Hornscheid, nee, nicht Frau Lan, Lan Hornscheid, ich kann dazu jetzt nicht viel sagen,
wenn sie sich mit gar nichts identifiziert fühlt, dass sie da irgendwas Neues erschafft und so, das ist ja schön. Sie hat es ja auch geschafft, da einen Wikipedia-Eintrag richtig genannt zu werden und so. Aber ich weiß einfach nicht mehr, wo das irgendwann endet. So, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich was, wie, wo, wann, wen noch bezeichnen kann. Ja, es gibt mittlerweile so viele Kategorien, es wird so viel unterteilt. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß wirklich irgendwann nicht mehr, was ich zu wem sagen soll, dass es politisch korrekt ist. Die Gendern, über die wird gesagt, hey, die beschäftigen sich nur mit damit und es würde wichtigere Sachen geben. Und Leute, die halt gegen Gendern sind, auf die kann man halt exakt das Gleiche sagen. So, es ist halt irgendwie, es ergibt alles keinen Sinn. Die Kommentare unter Alpha Kevins Video spiegeln das eigentlich ganz gut wider. Ich meine, da will jetzt nicht irgendwie jemanden von den Zuschauern irgendwie vorführen oder sowas, also ein paar Kommentare kann man hier an der Stelle einblenden. Es geht dabei ja eher auch um einen gesellschaftlichen Wandel, den wir da mit der Sprache eben vollziehen. Die Sprache ist dabei ein sehr, sehr mächtiges Mittel eben. Ich meine, nicht zuletzt, wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass es mittlerweile mehrere Geschlechter offiziell gibt, dass halt dieses diverse Geschlecht wirklich offiziell überall stehen muss, bei Stellungsschreiben etc. Ne, warum ist es denn so unvorstellbar, finde ich, also, ne, warum kann man es nicht irgendwie verstehen, dass Leute eben auch gendern? Alpha Kevin hatte da irgendwie eine relativ eindeutige und direkte Meinung zu. Denn diese Form der Sprache, die wir uns jetzt gleich anschauen werden und auch kennenlernen werden, ist in meinen Augen keine Lösung des Problems, sondern es schafft eher noch viel mehr Probleme. Wie ich halt schon angesprochen habe, gendern schafft neue Probleme, aber löst halt auch einige. Also Leute, die sich wirklich nicht angesprochen fühlen durch ein generisches Maskulinum, denen wird damit halt geholfen. Und im Endeffekt ist es halt immer so, dass auf die Minderheit mehr geachtet wird als auf die große Masse. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. So. Ich meine, offensichtlich ist nicht die Mehrheit divers, aber trotzdem geht man denen halt einen Schritt entgegen und unterstützt diese Leute in ihrem persönlichen Entwicklungsprozess und ihrem einfach entspannteren Alltag oder einfach normaleren Alltag. Eigentlich ist das Hauptthema des ganzen Alpha Kevin Videos ja dieses Ends-Ding. Und natürlich, es ist nicht optimal. Es ist halt einfach ungewohnt, es ist komisch. Es ist halt nicht so einfach im Kopf einbringbar, wie innen irgendwo ranzuhängen. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe. Naja, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Nur halt auf Unterhaltungsebene rübergebracht. Dass dieses Ends-Ding nicht wirklich optimal ist und dass das echt sehr komisch klingt. Und dass ich das eher weniger als Lösung empfinde. Ist ja im Prinzip das, was ich gesagt habe. Ja, bloß, dass ich noch ein paar mehr Beispiele genannt habe, dass ich Frau Lan, nee, nicht, oh, ich sag immer Frau, Mann. Dass ich Lan Hornscheid noch öfter mal mit in die Videos eingebaut habe. Gesagt habe, per se ist es doch eigentlich schon mal ein guter Ansatz, wenn jemand sich wirklich über Jahre damit befasst und halt versucht, neue Ansätze zu bringen. Und ich finde nicht, dass man eine solche Person so verteufeln muss oder halt so hops nehmen muss. Denn seine Reaktion darauf ist folgende. Deshalb soll man sie laut Wikipedia statt Profex Tracks Hunscheid, also Profens Trends Lan Hunscheid nennen. Warte mal, meine ich das jetzt wirklich ernst? Also auf Wikipedia steht das wirklich so. Ab sofort bitte ich euch, mich bitte nur noch mit Alpha Kevins anzusprechen. Alles andere ist für mich nämlich auch eine absolute Frechheit und ich würde das auch extrem diskriminierend finden. Das heißt, jeder, der mich jetzt nicht mehr Alpha Kevins nennt, der ist für mich eine diskriminierende Person. Außerdem ist ja die Sprache hierzulande auch ein sehr, sehr wertvolles Gut, weshalb man sie jetzt auf Krampf verändern muss. Ens ist ja eben der Mittelteil des Wortes Mensch. Das wäre halt irgendwie etwas, was sinnig ist, aber halt ungewohnt. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber einen Eigennamen irgendwie zu gendern ergibt wenig Sinn, oder? Also Alpha Kevins ist... Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das war jetzt ein Spaß mit Alpha Kevins, ja. Ich habe einfach nur gesagt, dass man jetzt überall das Ens hinzufügt, weil sie gesagt hat, Ens Käufens und Ens Einkaufskorb zum Beispiel. Also statt sein, ein, eine, einer, eines, einfach nur Ens, bei allem Ens hinzufügen. Ja, darum geht's doch. Und deswegen habe ich dann Alpha Kevins gesagt. Mehr war es ja nicht. War ein schlechter Witz, der irgendwie keine wirkliche Aussage hat. Für mich ist halt das Komische, dass Alpha Kevin sehr für Gleichberechtigung ist. Also das sagt er in dem Video und das sagt auch immer wieder mal, wenn man ihn fragen würde. Und dann aber halt zu sagen, okay, er selber nutzt das Gender-Sternchen nicht, also er gendert nicht, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber gleichzeitig macht er sich extrem lustig im Endeffekt über Leute, die das Ganze halt machen. So, warum? Also, ne, wo ist es das Problem, Leute leben zu lassen? Leben? Habe ich das in meinem Video gesagt? Habe ich da das Gender-Sternchen ausgelacht? Ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich da das Gender-Sternchen jetzt dumm gemacht? Das war bloß das Thema über Ns und X und sowas.
oder Ärzt hieß und sowas. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, dass ich irgendwas zu dem Innen gesagt habe. Leben lassen ist halt eigentlich, also ne, wenn irgendjemand Bock hat zu gendern und wenn jemand das inkludieren möchte, dass sich wirklich alle Leute angesprochen fühlen, auch wenn es halt nur eine Minderheit ist, die wirklich darauf achtet und halt gerne das Ganze gegendert haben möchte, wo ist das Problem, wenn sich Leute wirklich extrem damit auseinandersetzen wollen und wirklich etwas schaffen wollen, wo alle keinen wirklichen Verlust von haben. Für mich ist halt gerade das, was das ein bisschen over the top bringt, wo man einfach sagen kann, okay, eigentlich sind die Aussagen zur Gleichberechtigung von Alpha Kevin nur so dahingesagt. Denn sein Outro ist halt ein Song über dieses Ends-Ding, was von jemandem geremixt wurde, wo halt Memes drin vorkommen, wo halt eigentlich sich extrem über mehrere Sekunden, über mehrere Sequenzen sich lustig gemacht wird. Das Ding ist ein absolut geiler Remix. Den kannst du nicht schlecht reden. Also wer den Remix schlecht redet, da muss ich sagen, der hat den Glauben am Leben verloren. Personen, die halt Ends. Das ist ja wirklich nicht nur humortechnisch, das ist ja einfach musikalisch eine Weltklasse-Sache. Einführen wollte, möchte, könnte, wie auch immer. Das ist halt etwas, was einfach nicht sein muss. Man muss sich nicht über diese Leute extremst lustig machen. Man kann es halt akzeptieren, man kann halt wirklich einfach mal verstehen, hey Leute, wollen einfach nicht nur über das generische Maskulin angesprochen werden, denn sie fühlen sich darüber nicht angesprochen. Für mich persönlich einfach eins der eher schlechteren Alpha Kevin Videos seit längerem. Eure Meinung könnt ihr da gerne mal in die Kommentare zu reinschreiben. Gendert ihr? Würdet ihr sagen, okay, jeder, der gendert, ist komisch? Würdet ihr sagen, hey, jeder, der nicht gendert, ist komisch? Wie steht ihr zu der ganzen Debatte? Mir persönlich ist es halt wirklich komplett Wurst, ob jemand gendert oder nicht. Ich finde es halt nur irgendwie komisch oder unnötig, sich darüber lustig zu machen, wenn Leute wirklich sich damit nicht angesprochen fühlen und Leute wirklich etwas ändern wollen und halt für einen gesellschaftlichen, aber auch sprachlichen Wandel stehen. Ja, es ist halt einfach das Endthema. Also, ich sag's mal so, ich kann seine Kritik verstehen, ich kann das nachvollziehen, dass er sagt, ja, man soll sich nicht drüber lustig machen, verstehe ich. Mir ging es dann einfach bloß darum, einen humoristischen Beitrag über das Thema Ends zu machen, weil Ends einfach sehr lustig klingt. Also, wie gesagt, ich kann das verstehen, ich kann die Kritik verstehen, aber ich glaube, hier wurde auch vieles so extrem negativer verstanden, als ich es eigentlich meinte. Ja, ich fand es einfach amüsant, darüber ein Video zu machen, wollte ein bisschen Lachkick schieben und jetzt nicht auf boshafte Art und Weise jemanden canceln und extrem haten und sagen, ja, geht rüber, beziehungsweise geht jetzt zu Leuten, die gendern und hatet die oder so. Ja, also einfach bloß meine Meinung über das Thema Ends, ja, und über nichts anderes. Wolf und grüß dich.